So, liebe Leute von heute, ja, ich habe mich ja gesagt, wie es aussieht, ein bisschen umentschieden. Denn anstelle, sag jetzt zum Turm der Wälder und zu teleportieren, um von dort aus den Weg zum Wald der Crocs aufzunehmen, habe ich es jetzt, ja, sag ein bisschen anders geplant. Weil stattdessen können wir, sag per Pferd, würde ich ja, sag mal sagen, direkt, sag in den Wald hineinreiten und von dort aus gesehen. Ja, werden wir dann sowieso noch unser Abenteuer ein bisschen weiter. Einen Angriff nehmen. Außerdem, wenn wir sowieso Glück haben, ist hier sowieso noch irgendwo ein Händler mit dem Namen Terry. Dem wir dann jetzt auch nochmal ein paar Sachen verkaufen können. Oh, ist mir eine außerordentliche Ehre. Was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie was verkaufen? Erst einmal natürlich verkaufen. Wir haben natürlich jetzt ziemlich viele Edelsteine hier. Wir haben drei Saphire. Dann sowieso 17 mal Bernstein. Gefolgt von 6 mal Topaz. Dreimal Rhodonit. Dann sagt noch zwei Opale. Und dann sagt sowieso noch 11 Leuchtsteine. Okay, das ist ja, sag, schon mal ein guter Anfang. Jetzt wollen wir, sag, ein paar Holzpfeile kaufen. Tja, ist aber jetzt auch nicht gerade so optimal gelaufen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir würden unsere Vorräte hier auch ein bisschen neu aufstocken können. Tja, aber leider haben wir noch nicht genügend Vorräte dabei. Tja, Edelschmorbraten. Dank des qualitativ hochwertigen Fleisches, das in Salz gewälzt und gebraten wird, ist dieses Gericht etwas ganz Besonderes. Besonders, er sagt, auch weil der Sack Hühnchen drin ist und er sagt nichts, was er sagt, zu einem Schmorbraten gehören würde. So muss man es auch mal sehen. Weil in was für ein Schmorbraten wäre eigentlich Huhn drin? Aber gut. Unterbüchs, wir müssen es wiederholen. Und dann müssen wir wirklich irgendwie mal sehen, dass wir rübergehen zum Wald der Crocs. Wird sicherlich, sagt nicht gerade sehr. Wird sicherlich nicht gerade sehr einfach sein. Aber wenn wir der Straße folgen, dann dürfte es. Wartet! Okay, wenn wir dieser Straße folgen. Dürfte es eigentlich klappen? Tja, an dem Turm vorbei. Regenwetter kam herbei. Wald der Crocs ist heute unser Ziel. Das dürfte schon klappen, da verlange ich nicht viel.
Okay, das sieht mir jetzt doch irgendwie ein bisschen... eigenartig aus. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Crocs gehört. In den Nebel an sich dürfen wir anscheinend aber nicht rein. Anscheinend immer den Fackeln folgen. Ja. Oh, hier ist eine Fackel. Verdammt. Aber gut, wir haben noch unsere eigene Fackel vom Titanen Rudania. Okay, man sieht hier, sagt dem wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber theoretisch können wir, sagt jetzt von der Karte aus gesehen, ja bloß irgendwie weiter geradeaus gehen. Okay, der Schreinsensor schlägt aus.
Haben wir denn jetzt also unser Ziel gleich erreicht? Es wird auch heller. Tja, wir scheinen unser Ziel erreicht zu haben. Und das da vorne hatte doch eigentlich wirklich, er sagt, ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem Foto, oder? Naja, wenn man es jetzt eigentlich nochmal genauer beurteilt und betrachtet, ist die Statue auf dem Bild doch ein bisschen größer gewesen. Tja, Wald der Crocs. Wir sind endlich hier. Und nicht nur das. Mein Schwert. Das Masterschwert. Und was ist das? Prinzessin Enzian. Nett. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Wow. Was für eine Erinnerung waren das denn jetzt? Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinem Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Ja, lacht mal ruhig. Ihr riskiert ja nicht euer Leben hierbei. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist? Tja, das Schwert des Helden, neuer Zielpunkt. Das klingt. Wenn du das Schwert nicht losgelassen hättest, wärst du gestorben. Beim nächsten Mal werde ich dich nicht aufhalten. Wenn du dich der Prüfung stellst, musst du bereit sein. Tja, was soll ich dazu sagen? Uns fehlt ja wirklich noch ein bisschen Kraft. Wie viele Herzen hatten wir jetzt überhaupt? Mal sehen. 4, 8, 10. Na, ein paar bräuchten wir noch. Generell, Maronus! Alte Socke! Wir brauchen ein paar Aufwertungen. Oho! Oh, du bist es. Warum so still? Ich bin es doch. Der Musikant aus dem Wald der Crocs, Maronus.
wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hier gefunden. Und hast du die Crocs an, die du für mich finden solltest, wolltest? Wenn das so ist, können wir jetzt, sag, eine Tasche größer machen. So, Waffentasche. Wieso ist er jetzt eigentlich so spendabel? Ich bin mir ziemlich sicher, beim letzten Mal, wo wir die Waffentasche aufgerüstet haben, hat er mehr verlangt. Jetzt aber, oder? Okay, das ist schon mal ein bisschen besser. Jetzt als nächstes noch die Bogentasche. Tja, jetzt können wir, sag, erstmal nichts wieder machen. Und wo ist eigentlich jetzt der Schrein? Es muss sich hier noch ein Schrein irgendwo befinden. Was war das? Eine Route. Eine Route brauchen wir jetzt leider nicht. Tja, wir nehmen mal wieder unseren Ritter-Zweihänder. Sonst noch irgendwas hier? Wenn ich mich eigentlich recht entsinne, Prinzessin Enzian bräuchten wir erst auch noch, um unsere normale Kleidung aufzuwerten bei einer großen Fee. Gäbe es hier sonst noch irgendwas? Ein Krogfächer, okay, den kann man ja, sag, immer mal wieder gebrauchen. Aber der Schreinsensor ist jetzt wirklich nicht gerade sehr hilfreich. Dabei wäre jetzt ein Teleporterpunkt hier für den Wald wirklich nicht schlecht. Na bitte, da ist er ja. Der Kyu-Schrein. Ein bisschen versteckt, aber hey. Nicht schon wieder. Ach, der war genau hinter Maronus. Aber gut, Reaktivierung des Schreines möge beginnen. Und dann mal sehen, was für eine Prüfung jetzt auf uns wartet. Okay, das wäre dann, er sagt, gleich das Zeichen Nummer 3. Ist es jetzt eine Kampfprüfung hier? Oh nein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kyu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Oh Gott. Es steht in den Sternen. Oh Gott. Siehst du den Stern? Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal.
Wie jetzt soll ich das, Ersak, verstehen? Wie genau soll ich das jetzt, Ersak, verstehen mit den Sternen hier? Bin mir jetzt hierbei überhaupt nicht sicher, was damit jetzt gemeint sein soll. Die Punkte oder das Sternbild? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ich würde mal sagen 13 hier. Mit dem Bild. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, ja. Verstehe ich jetzt, er sagt nicht so ganz, wie das gehen soll. Tja, ich habe keine Ahnung. Die Sterne zu zählen ist ja eine Sache, aber... Wie soll das Ersak jetzt hier umgesetzt werden mit den ganzen Kugeln? Die Zahlen an der Seite haben sicherlich auch was zu tun. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dann sind Ersak sowieso vier Sternbilder Ersak hier abgebildet. Die Ersak sowieso auch hier vorne abgebildet sind. Obwohl, wartet. Das Sternbild habe ich doch hier sowieso auch schon mal gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt habe ich es doch gecheckt. Okay.
Okay, wir brauchen, sagt, 5 Sternbilder hiervon. Und das Sternbild, wie viel ist, wie oft ist das, sagt, da oben vorhanden? Das 7er Sternbild. Also, da hätten wir es einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, dreimal. Es sei denn natürlich die Zähne, er sagt das hier, er sagt auch noch mit. Obwohl, nee, das können wir, er sagt nicht mitzählen, weil ansonsten würde das hier die Zahl übersteigen und wir haben hier keine 6. Reihe. Also gut, was hatten wir hier drüben? Das längliche Sternbild. 1, 2. Und das andere ist bloß einmal da. Okay, das hier ist bloß einmal da und das andere war zweimal hier. Gut. Schrein gelöst. Wartet mal, gibt es hier keine Kiste? Moment, es gäbe eine Kiste, aber... Warte, gäbe es dann zwei... Nein, eine Kiste. Okay, die großen Sternbilder sind da zweimal und das andere einmal. Zweimal und einmal. Jetzt quasi umgekehrt. Okay, die anderen Dinger waren zweimal und einmal. Die Dreier-Dinger sind viermal jetzt hier. Viermal und zweimal. Gut. Ich glaube, mein Horoskop hat mir heute Glück vorausgesagt. Also her mit der Kiste. Ritter Zweihänder. Dafür hatten wir Platz? Ernsthaft? Na, meinetwegen. Dieser Schrein ist nun auch unser. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Tja, nächstes Zeichen der Bewährung erhalten. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay, optimal, optimal. Eine andere Sache könnten wir jetzt allerdings auch noch machen. Auch wenn ich mir eigentlich sicher bin, das würde theoretisch mal wieder ein bisschen Waffenverschleiß sein. Aber der eine andere Schrein, den wir sowieso immer noch nicht gelöst haben...
Tja, der wäre eigentlich an sich ja lockerflockig machbar. Wenn wir doch bloß die richtige Reihenfolge und natürlich die richtige Stärke am Ende hätten. Ansonsten gibt es hier ansonsten noch ein bisschen mehr Enzian. Ansonsten eher nicht. Was ist hier? Feuerprobe, Weg aus... Feuerprobe?